Dann brauchen wir jetzt einen Applaus für Hubertus Schirner. Ja, ist immer so schön, nicht schon vorher, oder? Ja, doch, aber dann haben wir schon mal einen, den wir reinschneiden können, wenn danach keiner mehr kommt. Das ist gut. Das ist gut. Und wir sind zu dritt in der Küche. Der dritte Mann ist der Alexander Hertel. Von ja! Da können wir auch einen Applaus geben, ich wollte es gerade sagen. Danke. Der kümmert sich nicht nur um Ihre Getränke, den können Sie immer winken, wenn Sie was brauchen. Der kocht auch mit, aber er ist vor allem der Mann, der Ihnen das alles ermöglicht, wenn der hat die ganzen Lebensmittel finanziert. Also deswegen sind wir Ihnen sehr dankbar, denn sonst gibt es bei uns bei den Kochshows immer irgendwelche Kartoffelchips oder sonstiges Zeug. Und heute sind sehr edle Teile dabei, die über diese Zusammenarbeit bei Ihnen am Teller landen, und dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar. So, aber jetzt übergebe ich praktisch nahtlos in die Küche, die nicht mehr die grüne Küche ist, die Sie vielleicht als grüne Küche noch kannten, die auch regional weiter bearbeitet wurde, denn die Ute Scharrer, beziehungsweise die Ute Plank, wie der Franke sagen würde, hat die Front gestaltet, deswegen ist es auch die Küche wieder ein regionaler Rundumschlag. Der Kirschbaum ist aus Lilling und das Bild kommt aus Kühnhofen. Gebaut wurde die Küche in Untergrumbach, das ist ungefähr 1000 Meter davon entfernt. Also ein regionaler Rundumschlag. Die Lebensmittel sind leider nicht ganz so regional, wie wir gedacht hatten, denn wir hatten Angst wegen des Poststreiks, Bahnstreik, dass wenn dann so ein Päckchen nicht ankommt vom Hutangerrind, wäre es auch ein bisschen doof, deswegen haben wir das so gemacht. Aber jetzt Übergabe, Hubertus, was kochen wir heute? Also erst einmal von mir herzlich willkommen, man versteht mich, oder? Wenn nicht, schreit laut bitte, super. Genau, herzlich willkommen von mir und von meiner Stelle. Das Wetter ist top heute, was wir kochen, genau, Herwig fragt es schon. Sous-Vide, ich weiß nicht, wer das noch nicht kennt, wer das schon mal, kennt das jemand? Sous-Vide garen? Garen im Vakuum, darum geht es im Grunde. Das heißt, ich halte hier auch schon mal so das Paradebeispiel so ein bisschen hoch, das ist das, was es bei uns gleich gibt. Ich gebe euch das auch mal in die Runde rein. Keine Angst, nur ein bisschen nass vom Kühlschrank. Das heißt, hier, das Schöne ist, ihr könnt das ruhig mal rumreichen, auch nur Wasser. Das ist jetzt ein Schulterscherzel, was wir hier haben, oder was ich hier jetzt nochmal vorgegart habe. Ja, ich mache Taschenkontrolle nachher. Nelly, den Platz, da sind doch zwei Plätze. Aber das Schöne ist, wir bringen was rüber nachher. Das ist ein guter Deal. Das Schöne ist, man kann halt wirklich die Sachen einmal rumreichen. Also ich habe in der Tat mal so ein Pop-Up-Restaurant gemacht und habe vor jedem Gang immer wieder die Speisen so rumgereicht, weil sie sich jeder natürlich angucken kann. Hört ihr mich noch? Weil ich habe so das Gefühl, dass wir leiser geworden sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier gemacht haben, ist ein Schaufelstück bzw. Das Schulterscherzel. Jetzt bin ich weg. Tja, jetzt gerade was gut. Wird schon. Hallo? Da hallo, Ding. Hallo? Ja? Hallo? Kommt schon. Herwigs war eben, ja, jetzt wieder gut, oder? Also nochmal, ein Schulterscherzel. Das haben wir ganz klassisch hier angebraten, wie so ein Schmoransatz gemacht im Grunde. Da sind Aromaten drin, wie Thymian, Rosmarin und solche Dinge. Dann nochmal ein ganz klein bisschen Knoblauch mit angebraten. Und ein Vorder noch mal reingesetzt. Und das Ganze ist dann gegart worden, entweder im Wasserbad, die kann ich Ihnen dann gleich noch mal zeigen, oder auch hier in einem Dampfgarer. Warum ich das vorbereitet habe, weil die einfach durch diese sehr, sehr geringe Temperatur, nämlich bei 58 Grad haben wir das gegart, brauchte dieses Stück jetzt 24 Stunden. Also jetzt ein bisschen lang für die deswegen habe ich gedacht, wir machen das mal vor, damit Sie nicht so lange warten müssen. Man kann hier natürlich auch klar haben deutlich kürzer gesehen? Arbeiten, aber ja? Sie merken schon anhand dieser hohen Stundenzahl, das kann nur schmecken. und ich sage Ihnen, man schmeckt jede Stunde dann einfach auch. Fernab von dem kann man natürlich viele, viele andere Produkte noch machen. Das heißt, wir haben es heute ein bisschen auf die Spitze fast getrieben, aber alles, was es heute gibt, gibt es tatsächlich aus der Tüte. Das ist Tütenkoch, schön, ne? Genau, man kann auch überspitzt sagen Tütenkoch, aber damit kann ich leben. Das heißt,
auch Gemüse und dieser Dinge habe ich hier einvakuumiert, also in einem vollen Vakuum. Wir haben drüben da nochmal ein Gerät, da kann ich Ihnen das nachher nochmal zeigen dann auch. Das heißt, die Produkte kommen roh rein, Aromaten dazu, in welcher Form auch immer, ob über Fonds, Säfte, über Gewürze natürlich und Kräuter. Alles das ist machbar. Beispiel Karotte, hier bin ich ganz klassisch geblieben. Ich habe ein klein bisschen Orangensaft mit reingemacht, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz und minimal ein bisschen Zucker. Was das Ganze bringt. Hast du das dann in der Schüssel und rührst in der Schüssel rum und dann kommt es in den Beutel? Genau, oder man macht es direkt in den Beutel, schüttelt den Beutel einmal, das kann man machen und dann vermengen sich die Dinge dann. Man hat quasi saubere Finger beim Vermengen auch. Das ist ein Vorteil. Nee, also das ist Sauberkeit beim Kochen da durch das Sous-Vide-Garn. Absolut. Ist schon wirklich der Hit. Fakt ist, warum machen wir das? Weil es einfach geschmacklich natürlich, also für mich oder für uns als Köche bringt, ist natürlich immer wieder oberstes Gebot Geschmack. Und das bringt es. Man muss sich das vorstellen wie eine zweite Haut. Ich hatte vorhin schon mal gesprochen, meine Oma hat früher Bratschläuche verwendet. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das sind so Schläuche, die eben, wo man einfach das Gargut reingesetzt hat. Das Ziel war, Geschmack und Aroma nochmal drin zu lassen und drin zu behalten. Ähnlich funktioniert das hier. Das heißt, wir haben eben alles an Aroma, es kann halt nichts weg. Also alles bleibt im Sackerl, wie man so schön sagt. Und durch dieses Vakuumieren hat man hier sogar noch den Vorteil, dass es einfach sehr, sehr intensiviert wird, der Geschmack potenziert wird. Und das sind alles diese Vorteile. Plastik ist natürlich immer so ein Thema, klar. Wir hatten es vorhin auch schon. Das natürlich immer wieder nicht wegzudiskutieren ist. Aber hier habe ich also völlig, völlig sorgenfrei. Das heißt, hier überhaupt keine Möglichkeit, dass dann irgendwie Geschmacksübertragung oder sonst sowas passiert. Das ist, die sind bis 115 Grad, sind die hitzebeständig. In diesen Temperaturen sind wir gar nicht. Das heißt, das hört bei mir auf bei 80, maximal 85 Grad. Für dieses Gemüse zum Beispiel. Das heißt, Fleisch, Fisch, alles ein bisschen geringer. Alles, was dann andere Strukturen hat, also gemüseartig, wo dann nicht Eiweiß aufgespalten wird, sondern Stärke, benötigt einfach so die 80 Grad mindestens. Dass man, sonst wären die Dinge nicht weich. Das ist einfach so. Wenn man so diese Grundsachen weiß, dann kann man dementsprechend natürlich auch reagieren. Es ist auch ein Kunststoff, der keine Weichmacher enthält. Genau. Also weil die Weichmacher natürlich immer wieder diskutiert werden, die ja in vielen Produkten drin sind, in diesem Kunststoff nicht. Ändert nichts dran, es ist Plastik, man arbeitet an sehr aktiv an Möglichkeiten, das mit einem recycelbaren Folie zu machen. Genau. Und aus Naturmaterialien die Folie herzustellen, aber es ist einfach noch nicht so weit. Und wir hoffen aber, dass es noch kommt, aber es ändert nichts dran. Ein Nachteil dieser Methode ist die Plastiktüte. Die kann ich natürlich insofern auch wegdiskutieren, indem ich sage, wenn ich die Sachen sowieso einfriere oder so irgendwie anders nach dem Portionieren nochmal wegpacke, dann habe ich auch einen Plastikbeutel. Von daher ist der Unterschied gering. Aber wer sagt, deswegen will ich keinen Sous-Vide-Garn, ist es auch okay. Dann kann man trotzdem in unseren Küchen kochen. Das geht auch anders. Aber wir wollen zeigen, dass in unseren Küchen, wo ja zu 90% Dampfgarer drin sind, unsere Kunden haben ja Küchen mit einem Dampfgarer, dass sie einfach auf dieses Sous-Vide-Kochen einsteigen können, ohne dass sie irgendwas brauchen, außer entweder einen einfachen Vakuumierer oder halt den Kammervakuumierer, der natürlich eine Reihe von Vorteilen hat, die der Hubertus noch schildert. Also was man genau zu diesem Kammervakuumierer nochmal sagen kann, das ist natürlich das Profi-Gerät, so wie wir das halt in der Küche dann einfach verwenden. Das heißt, hier kann ich Ihnen nachher nochmal zeigen, man kann beispielsweise auch solche normalen Twist-off-Gläser da wieder verschließen. Das heißt, jeder, der irgendwie Dinge hat wie Senf, Marmelade oder sonstige Sachen dann zu Hause, kann man hier einfach wieder voll vakuumieren in so einem Gerät. Und das ist eigentlich so dieser Vorteil, den ich dadurch nochmal habe. Fernab von dem Sous-Vide-Garen, klar, kann man jetzt überlegen, wozu brauche ich so ein teures Gerät in Anführungsstrichen zu Hause. Aber das sind genau die Punkte. Oder wer viel Kaffee konsumiert, das ist eine Möglichkeit, um Kaffee dann einfach auch dicht zu bekommen. Vor allen Dingen das Aroma zu behalten. Darum geht es ja in erster Linie. Und so kann man das natürlich mit diesem Gerät dann nochmal machen. Es gibt verrückte Ideen dazu. Manche machen ihre Kleidungsstücke, die dann im Winter oder im Sommer nur verwendet werden, vakuumieren die ein. Zum einen spart man natürlich Platz, das ist so das eine. So verreisen übrigens auch viele. Und zum anderen kann man die Sachen natürlich auch luftdicht verschließen, wenn man die in den Keller lagert oder so, dass einfach nicht die Sachen dann komisch riechen oder so. Also es gibt die tollsten und absurdesten Ideen dazu. Wenn so Damen-Dessous vakuumiert, finde ich irgendwie... Da gab es ja mal eine Geschäftsidee dazu. Bitte? Da gab es tatsächlich mal eine Geschäftsidee dazu.
dazu, echt? Dass sowas versendet wurde, aber das ist eine andere Sache. Okay, wollen wir mal anfangen so ein bisschen. Dann bleiben wir in der Küche, ja. Exakt, was ich euch mitgebracht habe, das heißt fernab von dem Garen ist das eine. Man kann Dinge auch wunderbar marinieren hier. Ich gebe euch den nochmal rum, wenn man mal so ein bisschen durchschaut. Genau. Wird das sehr, sehr glasig, natürlich durch den Druck. Das heißt, die Dinge werden gepresst und werden ganz intensiv natürlich mariniert auch. So, dass einfach Gewürze, in dem Fall Salz, Zucker, das ist so dieses Osmose-Thema, was dann passiert, Umkehrosmose. Das heißt, Flüssigkeitsentzug durch eben Zugabe von Salz, Zucker oder Säure. Und das ist das, was ich da gemacht habe. Das ist ein Spargel, den ich jetzt roh mariniert habe. Das heißt, den habe ich gestern Abend noch eingelegt. Der braucht dann nicht lange. Da ist ein bisschen Zitronensaft drin, ein bisschen Zucker drin, ein bisschen Salz drin. Und das war's. Man kann jetzt natürlich Kerbel oder was auch immer man möchte da noch reingeben. Ich schneide euch das gleich mal auf, dann gibt es zumindest schon mal was zum Probieren, was Erfrischendes. Das ist, wir haben ja gesagt, das ist die Sous-Vide-Bibel. Kann ich die nochmal. Ja, das, was er gerade beschrieben das hat, ja das, Schöne, das ist hauptsächlich in dem Buch, das gerade neu rausgekommen ist, ist sehr neu. Das ist die neue Definition von Rohkost und das ist auch sehr spannend, ja. Nicht nur was die Rezepte angeht, sondern auch was den ganzen Hintergrund angeht, denn Rohkost ist ja viel mehr, als man denkt, dass man Apfel isst, sondern es geht auch um Temperaturdefinitionen, um die berühmten 37 Grad, die erweitert wurden. Ja, ja die sind jetzt... Exakt. Also das ist genau dieses nicht mehr dogmatisch, also ich wollte hier aufklären, das meiste, was an Roh dann immer wieder angeboten wird, wie du gerade sagst, sind natürlich Dinge wie... einen Apfel oder eine Karottensticks, ja, genau. Oder sowas. Hier gehe ich halt wirklich bewusst ein Stück weiter und nutze auch wirklich Dinge wie Fleisch oder Fisch natürlich da drin. Jeder Rohköstler schreit jetzt wahrscheinlich auf und denkt, um Gottes Willen, ja, weil es immer so dieses, es muss ein lebendes Produkt noch sein, aber das ist eine Philosophiefrage am Ende des Tages. Aber hier definiert auch über diese Temperaturgeschichten, wie ich es gerade gesagt habe. Genau, wollen wir mal kochen? Ja, jetzt mach mal was. Das heißt, wir haben, also das Schöne ist, wir können noch so lange reden, das Zeug ist eh schon fertig. Das ist das Gute. Ja, bitte. Ich habe auch eine Frage. Auch rein. Ja. Es kam eine Frage aus dem Publikum. Ja. Was ist eigentlich mit den Vitaminen? Genau, tolles Stichwort, wäre ich aber gleich noch drauf gekommen. Okay. Perfektes Stichwort, weil genau das hier natürlich das Tolle ist, die bleiben nämlich drin. Sie könnten fast gekauft sein. Nein, aber das ist genau. Das ist aber genau der Punkt, weil die bleiben nämlich hier wirklich drin. Ist irgendwie auch logisch. Und durch diese geringen Temperaturen, also wir kochen nicht bei 100 Grad. Ist ja, machen wir doch ein Beispiel. Wie kochen wir normalerweise Gemüse? Wir nehmen einen Topf, füllen Wasser rein, blanchieren das, so heißt das ja in der Fachsprache, also geben das kurz in heißes oder kochendes, / 100 Grad heißes Wasser, was gewürzt ist, natürlich sehr würziges, kochen das kurz, nehmen es raus, kühlen es ab, wenn wir es nicht direkt weiterverwenden und schwenken es dann nachher nochmal durch die Pfanne. Das habe ich hier nicht gemacht. Und was passiert mit dem Wasser, wo wir es drin blanchiert haben oder gekocht haben? Was machen wir in den meisten Fällen damit? Das kommt in den Ausguss. Oder wird weggeschüttet. Das heißt, eigentlich alles, was drin ist, ist einmal nach oben gestiegen natürlich durch Verdampfen oder durch den Wasserdampf. Und das, was dann vielleicht noch im Topf verbleibt, das schütte ich blöderweise dann weg. Also ist irgendwie doof. Und hier gibt es tatsächlich einfach, und das war dieses Thema roh auch, für mich so spannend, weil man einfach da mit diesen Temperaturen exakt damit spielen kann. Und wir reden nicht von Vitamin C, was natürlich gerade bei Luft natürlich sofort flüchtig wird, sondern von vielen, vielen anderen Vitaminen, die alle gewisse Temperaturen einfach hinterlegt haben. Wenn die erst dann spalten die sich meistens dann auf. Sie sehen übrigens sehr gut aus mit diesen Zähnen. Vielleicht gibt es hier einen Zahnarzt? Nein, aber eine Zahnzusatzversicherung. Ah, da war ja was. Die Überleitung. Ja. Ich muss mich auch mal wieder ins Spiel bringen. Super, super. Genau, und also das heißt, Vitamine ist wirklich ein Stichwort hier und habe ich viel, viel mehr meistens noch drin am Ende des Tages, als wenn ich herkömmlich zubereite, ganz klar. Ist ja beim Dampfgarer genauso, beim Dampfgarer argumentieren wir ja auch, dass wir bis zu 50% mehr Vitamine haben im Vergleich zum Garen im Wasser. Also wenn ich jetzt auch ohne Tüte einfach ganz normal im Dampfgarer sind bereits 50% mehr Vitamine nachweisbar. Tiefer, ja. Ja, ich muss noch ein bisschen üben. Ich mache den schon mal warm, dann können wir da nämlich unser Gemüse. Das heißt, wenn wir beim Thema Gemüse bleiben, also ich habe beispielsweise meine Babynahrung auch so gemacht für unsere Tochter. Die Dinge so vorgegart, in den Mixer dann einfach püriert und 200 Gramm oder 220 Gramm weise abgepackt und meine Frau hatte 200 Portionen Babynahrung daheim. Das war sehr einfach. Und
Vor allen Dingen, das hat auch das Löffelabschlecken hat halt auch Spaß gemacht, weil es einfach lecker war. Und ich weiß halt, was drin ist. Das ist der Punkt. Ich weiß einfach, was drin ist. Okay, ja, was haben wir? Es wird nicht gemischt. Das Problem, ein Problem der Babynahrung ist ja, dass die so abgemischt wird, dass es den Babys schmeckt. Und es führt dazu, dass wenn ich den reinen Geschmack jetzt von der Karotte habe, sondern dass ich so abgemischt ist, dass die Babys genau dieses Babykost wollen. Und deswegen ist das selber Machen von Babykost macht wirklich Sinn. Absolut. Ja. Ich sage, und schmeckt vor allen Dingen auch. Wir haben hier einen Blumenkohl gemacht. Das heißt, ich habe kleine Röschen durchgegeben. Das riecht immer so ein bisschen, wie Blumenkohl natürlich auch riecht. Aber gut. Es riecht vor allen Dingen nach Blumenkohl auch. Wie Blumenkohl riecht, ja. Ich geb euch das gerne gleich mal so roh zum Probieren noch. Das heißt, wir schütten das einfach jetzt mal hier so rein. Wichtig ist, wenn man gerade diese Sachen wie Gemüse dann immer wieder verwendet, dass die auch ein bisschen Flüssigkeit noch mal hineinbekommen in den Beutel, weil es gart dann einfach gleichmäßiger und besser. Dann haben wir hier unsere Karotten gemacht. Auch da ein bisschen Butter drin, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Würze. Was auffällt ist, die Farbe bleibt einfach extrem erhalten dadurch. Kommt man natürlich gleich zu dem Thema grünes Gemüse. Da bleibt die Farbe leider nicht so gut erhalten. Aber geschmacklich sind die toll. Wer da auf Farbe natürlich steht, macht es herkömmlich. So, dann haben wir noch ein bisschen Kohlrabi. Das heißt, das ist so ein bisschen angelehnt an dieses Leipziger Allerlei, so ein Klassiker eigentlich. Die Sachen sind jetzt alle sehr, sehr knackig noch. Wir machen das einfach mal alles rein, oder? Mischen einmal durch und dann nehmen wir uns das raus, ja, was wir brauchen gleich. Und braten uns die Dinge dann an. Und dann, klar, wie könnte es anders sein? Ein bisschen Spargel muss natürlich auch sein. Um diese Zeit macht das, ohne Spargel gar nichts. Macht das Sinn, absolut. Ja. Das Schöne ist, alles, was hier an Form auch mal entsteht, ich zeige Ihnen das, das heißt, mehr Geschmack geht nicht. Ja. Also, das heißt, alles, was Sie hier an Fond haben, nutze ich immer wieder für alles, was ich in meinen Gerichten dann nochmal habe. Das heißt, ob ich das jetzt hier einfach nur beiseite nehme, kräftig runter reduziere, ein bisschen mit Butter aufmontiere und nachher übers Essen nochmal gebe oder da drin dann einfach mein Gemüse schwenke, bleibt jedem überlassen. Aber hier ist voller Geschmack drin, ganz klar. So. Das ist ja auch bei vielen Fleischrezepten so, dass man im Prinzip vorher komplett fertig kocht, indem ich Butter, die Gemüsebrühe und Öl mit reingebe und dann aus dem Beutel praktisch die Soße gleich mitgemacht habe. Absolut. Ich kann ihn am Sonntag früh einfach aufstehen, die Sachen in den Dampfgarer geben und wenn der piepst, ist alles fertig und ich habe überhaupt nichts getan und trotzdem ein komplettes Essen. So besser? Okay. Ja, es ist so. Ja, jetzt glaube ich ganz gut. Ich glaube, vorhin mit der Musik war das noch ein bisschen... Ja, ein bisschen schwieriger draußen. Aber es ist unsere Kapelle. Ja, nee, einfach schwieriger, um es zu hören. Ja, da drin. Ja. So, jetzt probiere ich mal. Dann probiere ich mal. Was einfach auffällt, ist der Knack, den man hat. Ja. Wie viel sind wir? 2, 4, 6? 20 sowas soll man sein. Irgendwie so. Oder? 3 mal 6, 18, 19. Ja. Also der hat ein bisschen was Bitteres noch. Ich mag das in dem Fall ganz gern. Der war allerdings vorgeschält. Vorgeschält? Ja, da war ich faul. Okay. Deswegen kann es natürlich sein, dass der nicht so optimal geschält ist, wie ich das gerne hätte. Ja, bei uns gibt es so einen Anbieter, der das direkt, also quasi frisch, und dann kann man sich das direkt schälen lassen. Klasse. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Also für Endkunden dann lustigerweise auch. Gastronomisch ja sowieso. Der ist quasi so gewachsen. Herwig, möchtest du das einmal durch die Leute gehen? Oder Entschuldigung, Alex, sorry. Wir haben. Er ist versichert. Auf dem Wege. Also einfach wie zu Hause, nehmt euch mal ein Stück. Das ist wie gesagt roh mariniert. Wer irgendwie allergisch dagegen ist, natürlich nicht probieren. Ich selbst bin leider ein bisschen allergisch gegen rohen Spargel. Das ist auch so ein Thema, was ich da... Ja, alles gut. Ist nicht so schlimm. Nee, sonst würde ich es nicht... Ich probiere es trotzdem immer wieder. Gottes Willen. Genau, was wir machen, ist das Gemüse jetzt natürlich einfach hier nochmal anziehen. Aber... Erst machen wir das natürlich nochmal mit Pilzen. Der Klassiker beim Leipziger Allerlei sind natürlich Morcheln normalerweise. Haben Sie schon. Gut. Hier habe ich jetzt ein paar, ich komme immer nie drauf. Champignons. Kräuterseitlinge, danke. Seitlinge, das sage ich doch. Genau, das heißt, die ziehen wir uns jetzt hier ein bisschen knackig an nochmal. Im Induktionswok. Ja, genau, da kannst du mehr dazu sagen.
Die Leute wundern sich immer, weil sie denken, da ist irgendwas komisch, dass es da so reingeht. Also da ist tatsächlich eine Mulde in der Glaskeramik. Das Ganze ist induktiv beheizt, das heißt, eine Spule erzeugt ein elektrisches Wechselfeld. Dieses Wechselfeld wird direkt im Topfboden kurzgeschlossen. Durch diesen Kurzschluss entstehen Wirbelströme. Diese Wirbelströme erzeugen im Topfboden die Reibung und diese Reibung erzeugt die Wärme. Das heißt, ich kriege hier wahnsinnig schnell Hitze drauf und trotzdem kann ich hier reinfassen. Ich kann auf diese Platten fassen, weil im Prinzip die Wärme nur die Abwärme vom Topfboden ist. Das ist das Schöne an dieser Induktionstechnik. Ja. Jetzt haben wir da noch irgendwo, upsa, Vorsicht. Also nebenbei habe ich jetzt schon mal das Fleisch hinten rausgeholt, wie gesagt, vorgegart und ich habe es nur noch mal regeneriert jetzt, auch bei diesen 57 Grad, bei denen ich das im Grunde gegart habe. Wie lange dauert das Regenerieren dann? Weil das ist in deinen Büchern auch immer so ein bisschen Fragezeichen. Ja. Eigentlich steht drin, genauso lang wie vorher. Aber das muss ja eigentlich gar nicht sein. Na klar, muss es die Kerntemperatur haben, aber die müsste es auch, wenn es bereits gegart war, auch schneller bekommen. Mag noch mal jemand. Also das exakte Stichwort, natürlich ist es abhängig von dem Produkt und der Temperatur am Ende des Tages. Das heißt, je dicker das Produkt, umso länger dauert es natürlich. Wenn ich allerdings bei 80 Grad erwärme, geht das auch schneller als bei 56. Also das sind einfach diese Parameter. Da gibt es wirklich Tabellen dazu, wie lang benötigt ein, wir haben es in der Tat versäumt, im Buch reinzubringen. Ja. Aber im Internet gibt es dazu Tabellen, wenn man sicher sein möchte. Aber ihr seid halt auch sehr vorsichtig, weil es wichtig ist, dass ihr nicht über die Kerntemperatur drüber kommt, die ihr jetzt von dem Produkt wollt. Ne? Exakt, weil es übergart dann natürlich. Ja, und weil das macht er ja nur im Prinzip dann übers Anbraten, wenn er es rausholt, dann nochmal ganz kurz anbraten. Und da geht er dann erstaunlicherweise mit Irrsinnstemperaturen genau. dran. Ne? Also kurz und knackig ist da das Stichwort. Das heißt, dass man hier wirklich nochmal kurz und knackig Hitze drauf bekommt. Das ist das eine Thema. Und vor allen Dingen Röststoffe. Genau. Hier habe ich es, wie gesagt, vorher gemacht und habe diese Röststoffe einfach geschmacklich natürlich drin. So, wie machen wir weiter? Die Braten, die nehmen wir jetzt raus. So nach und nach. Und setze die jetzt mal in den Topf hier. Alex, möchtest du das kurz übernehmen? Ja. Darf ich dich darum bitten, einfach mit dem Messer, genau, einen kleinen Cut. Vorsichtig, das ist scharf. Und dann können wir das so ein bisschen, wir können erstmal die Flüssigkeit genau abschütten oder wir schütten es komplett rein, das passt. Soll ich es komplett rein tun? Ja, ja, komplett einmal rein und dann setzen wir die alle da rein, braten die gleich nochmal an auch auf der Teppanyaki-Platte und genau. Der Teppan hier ist die Platte, die ist diesem Kochfeld eben so kombiniert ist, dass er keine Fugen hat, denn es ist das einzige Gerät, das es am Markt gibt, das im Prinzip den Rahmen komplett aus einem Stück hat und wo die Kochfelder von unten eingesetzt werden. Dadurch habe ich keine Fugen links und rechts und der Teppanyaki kommt aus dem Japanischen. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte und das wird assimiliert eben zu Teppan und Yaki heißt einfach gebacken, gebraten, nicht gebacken, gebraten. Einmal riechen. Also es riecht schon sehr, sehr lecker. Okay. Ich gebe euch das gleich mal rum zum. Komm, ich gebe es gleich. Oder Alex, du? Ich gehe mal rum. Einmal rum. Maxi. Einmal rum zum Riechen. Oder warte mal, ich lege dir das Fleisch nochmal mit rein, dann kann man das nämlich hier nochmal ganz gut sehen. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn man das jetzt sieht, sexy sieht das nicht aus. Also, das ist leider so ein Punkt. Man sieht halt hier, zum einen sieht man natürlich das Produkt, zum anderen sieht man aber auch hier die Flüssigkeit und auch einen Garverlust. Ich hatte mal einen Kollegen aus der Gastronomie, der auch damit angefangen hat, der rief mich ganz hektisch an und meinte, Herr Tschirner, ich habe ein Problem, ich habe so viel Garverlust. Der ist eigentlich viel, viel minimierter hier. Das heißt, wir reden hier wirklich von 40% auf, bei manchen Produkten auf so 10-12% kann das runtergehen. Also wirklich ein ganz, ganz minimaler Garverlust, den ich hier nochmal habe. Habe ich natürlich eine Produktschonung am Ende des Tages und habe viel mehr Produkt am Ende auch. Und das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wenn man wirklich so regional bleibt, habe ich hier eine viel, viel größere Wertschöpfung dann nochmal von meinen Produkten. Und ich werf nichts mehr weg, das ist wirklich so. Ja. Und in der Gastronomie ist das nicht ganz so einfach immer wieder, aber funktioniert hier wunderbar. Und der rief mich auf jeden Fall an und hatte sich gewundert, warum er so viel Garverlust hat. Und dann habe ich ihn gefragt, warum, wie viel hast du denn? Und da meinte er, gemessen hat er es nicht. Die haben es hinterher gemessen, es waren 8% oder so. Ihn hat nur erschreckt, dass er es gesehen hat, weil normalerweise alles, was man brät und schmort, klar, man kriegt einen guten Soßenansatz dadurch, aber auch das ist eigentlich irgendwo in der Lüftung oder in der Abzugshaube oder sonst irgendwo. Hier habe ich es noch und kann es vor allen Dingen auch verwenden und das ist eigentlich hier so das Entscheidende. So,
Also Herr Bertus, wir sind uns einig, es riecht sehr, sehr lecker. Und intensiv, oder? Und es wurde auch schon nach Besteck verlangt. Also, gute Idee, ja. Wo ist eigentlich der Beutel hingekommen? Ja. Alex, da ist Besteck und unten sind Servietten. Gute Idee. Ja, kannst du schon auflegen. Nehmen wir gleich mit raus, ja, würde ich sagen. Ja? Kann ich schon Besteck und... So, was wir wie gesagt machen ist, ich gebe... Die Pilze sind noch okay, also weil ich weil du so hektisch gesehen, dich bewegt gesehen, hast. Gesehen wurde, dass ich so etwas zusammengezuckt bin. Ich habe dir so zugehört. Alles gut. Ja, aber es ist alles im Rahmen. Man sagt das ja eigentlich immer den Frauen nur nach, dass sie multitaskfähig sind. Ja. Wir Köche sind das ja auch ab und zu. Ja, das ist schon nicht ohne, was da alles gleichzeitig... Naja, das stimmt schon. Das muss wirklich in der Tat immer wieder gut organisiert sein. So, was wir jetzt machen, ich gebe trotzdem noch mal ein ganz klein bisschen Salz auch auf die Platte. Nimm noch die andere Palette auch noch mit raus. Dann. Ja, Entschuldigung. Und Salz auf die Platte. Darf ich? Ja, oder? Ja, klar, unbedingt. Erklär's. Einfach, weil ich es da halt hin möchte haben, wo es sein soll und nicht irgendwo halt rumfliegt. Weil was ist denn das Problem immer? Das geht mir in den Pfannen genauso. Wenn ich jetzt würze, fliegt es mir halt meistens irgendwo hin und ist nicht da, wo ich es hinhaben will. Und hier kann ich es halt besser dosieren, deswegen mache ich das immer. Also Salz auf dem Teepan, nicht aufs Fleisch. Auch gut, oder? Ja, wir salzen in den Teepan. Der will ja auch was davon ja, haben. Ja, ja. Und was wir mal machen können, ich schneide mal einfach ein Stück an, damit wir diese Unsexiness, wie ich es so schön genannt habe, mal revidieren können. Das heißt 58 Grad. Das Schmorgericht ist normalerweise schon so grau, wie man es auch sieht. Ne? Hier habe ich es jetzt einfach ganz, ganz schön rosa. Und das ist halt hier nochmal der Vorteil. Matthias, man merkt, könntest du das mal? Matthias, mach da ein Foto. Foto, genau. Das heißt, hier, und das zeichnet ja dieses Stück aus, gibt gleich was. Ihr kriegt auch gerne, wir haben ja genug da. Das zeichnet ja immer wieder dieses Schaufelstück aus, diese dicke Sehne in der Mitte dann nochmal. Und die kriegt man über diese Zeit auch sehr, sehr weich. Das heißt, man kann die wunderbar mitessen, ohne dass die irgendwie zäh oder sonst irgendwas ist. Das liegt aber an der langen Garzeit, ne? Exakt. In dem Fall. Ne? Das heißt, gerade alles Kollagen denaturiert natürlich über diese lange Zeit. Genau, das ist eigentlich so der Punkt. Das heißt, wir braten das jetzt hier auch nochmal ganz kurz an, einfach um nochmal ein bisschen Temperatur zu bekommen. Und vor allen Dingen auch nochmal, um die Röststoffe nochmal zu haben, geschmacklich. Das lasse ich mal außen vor, das verwende ich nachher. So, das haben wir soweit fertig. Ja. Genau, und dann würde ich, hast du nochmal so ein großes, so ein Schöpfer, haben wir da, oder habe ich irgendwo gesehen, genau. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal den Rest unseres relativ knackigen Gemüses hier mit dazu. Das können wir noch mal ein Stück höher drehen. Jo. Geben wir da auch mal kurz und knackig. Man muss sich immer klar sein, das ist fertig gegart. Also man braucht es eigentlich nicht. Und man kann hier seinen Garpunkt wählen. Wenn der euch jetzt zu fest zum Beispiel sein sollte, kein Problem, dann mache ich halt 10 Minuten länger. Aber die kann ich halt immer wieder reproduzieren und darum geht es eigentlich. Das heißt, ich habe immer wieder die gleichen Ergebnisse. Mhm. Genau. Gemessen über Zeit und Temperaturen muss mich eigentlich überhaupt nicht mehr darum kümmern. So. So, das Fleisch von allen Seiten dann wahrscheinlich? Bitte? Fleisch von allen Seiten dann, ne? Genau, das braten wir gleich von allen. Was ich hier jetzt nochmal gemacht habe, ich habe ja gerade gesprochen, grünes Gemüse. In dem Fall ist das noch roh, einfach nur ein bisschen eingesalzen. Man kriegt hier schon schön Gewürz natürlich rein. Das brate ich separat nochmal an. Aber herkömmlich, das habe ich nur verpackt und aromatisiert in dem Fall. Hier gebe ich ein klein bisschen Butter erst später rein. Können wir schon wenden? Das ist super so. Also das Schöne am Teppanyaki eben, dass man hier auch bei relativ niedriger Temperatur, wir haben nur 180 Grad eingestellt, ne? Also es ist nicht, dass das jetzt da wahnsinnig hoch ist, sondern es ist ganz kontrolliert. Und das Wichtigste finde ich bei so einem Teepan oder auch bei einer normalen, nicht beschichteten Pfanne, dass man Ruhe mitbringt, oder? Dass man nicht anfängt, hektisch dann rumzukratzen oder so, sondern einfach
die Dinge lösen sich von alleine, sag ich immer. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, hier kann man wirklich einfach entspannt, wenn man es nicht zu heiß hat, dann nebenbleiben und irgendwann löst sich das Produkt, auch wenn ein rohes dann draufkommt, von alleine. Also keine Panik. Okay. So, Herwig, jetzt nochmal. Test. Test? Jetzt, oder? Okay, ist jetzt super. Besser. Es wird. Genau, das heißt, das braten wir jetzt auch nochmal an. Kurz und knackig und geben das gleich nochmal zu unserem Gemüse dazu. Wir wollen ja nicht auf Grün verzichten. Wegen der Farbe? Ja, Farbe und Geschmack. Ich liebe ja immer wieder. Also ich bin wirklich ein Freund von grünem Gemüse immer wieder. Rein der Optik natürlich, aber auch geschmacklich. Ja, Hubertus kocht aber auch sehr, sehr, sehr stark nach Bild. Also wenn man in das Buch reinschaut, was da für Fotos drin sind, da hast du auch einen Spezialisten, ne? Also ich style die Sachen tatsächlich selber. Ja. Das ist immer die Frage, aber mein Fotograf, klar. Und wichtig ist mir dabei immer bei dem Fotografieren, dass halt, man kennt es ja, es gibt ja viele Tricksereien da einfach bei der Fotografie oder gerade bei der Food-Fotografie. Mir ist es wichtig, dass die Dinge auch wirklich essbar sind danach. Klar, verzichtet man ein bisschen auf Salz und Gewürze und sowas. Aber meinem Fotograf zuliebe mache ich die immer wieder zu und der freut sich jedes Mal, wenn wir ein neues Buchprojekt machen. Der isst einfach sehr gern. So, dann können wir eigentlich schon mal Teller so langsam aufbauen. Ja. Ja. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Machen wir mal 20 Teller, würde ich vorschlagen. Hattet ihr das mal probiert, den Spargel? Sehr, sehr knackig einfach. Sehr knackig, sehr, sehr saftig. Und sehr erfrischend natürlich durch diese Säure. So, was ich hier nochmal vorbereitet habe, ist ein Kartoffelschaum. Ja, so ein klein wenig ist dein Kochbuch auch ein Ausflug in die Molekularküche. Ja, das ist ja immer so ein mittlerweile nicht mehr verwendetes Wort, aber am Ende des Tages ist ja alles Kochen irgendwie molekular. Ja. Aber klar, das ist so ein... Immer wieder verwendet man natürlich viele, viele Techniken da auch, die heute natürlich nicht nur en vogue sind, sondern auch Sinn machen. So, habt ihr mal probiert hier? Das ist ja immer wichtig. Am Ende muss man trotzdem immer noch mal probieren, finde ich. Dazu bin ich viel zu sehr Koch. Super. Na, das schaut doch klasse aus, oder? Aber das Schöne ist... Schauen Sie mal, so sieht dann das Angebratene aus. Ist klasse, oder? Sollen wir auch auf die Stirnseiten? Das Schöne ist, probier mal. Also es war sicher kein Fehler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sitzen. Alex, auch. Und wir haben noch kein einziges Gewürz eben reingemacht. Das heißt, alles war vorher natürlich in dem Beutel und ist sehr, sehr intensiv. Und wonach schmeckt es? Nach Blumenkohl, oder? Ja. Aber jetzt wird es ein wenig braun hier. Oh ja, Vorsicht. Schmeiß es hier mit rein und dann passt das. Zum Glück haben wir keine Kamera oben drüber. Ja, also aber Röststoffe machen ja auch Spaß. Man kann auch mit Induktion überhitzen, so ist es nicht. Das haben wir extra eingebaut, dass es nicht zu perfekt wirkt. Ja, da war ich jetzt schuld, glaube ich, weil ich es so hoch gedreht habe. So. So, was wir noch haben, ist ganz klein ein bisschen Petersilie und ein bisschen Kresse. Da machen wir so einen ganz kleinen Salat, den wir oben noch draufsetzen. Einfach, ich finde immer so die Kombination aus so Essen und was Frischem nochmal oben drauf, finde ich einfach immer wieder sehr, sehr gut. Und hier sind wir mit einem relativ, klassischen Schmorgericht eigentlich. Mhm. Wichtig finde ich dabei immer, dass man die Dinge auch hier ein ganz klein bisschen mariniert und würzt. Um einfach da natürlich ein bisschen Geschmack auch reinzubekommen. Hier verwende ich jetzt nochmal eine Limette dann auch. Ein bisschen Olivenöl habe ich hier reingemacht. Und wer möchte, und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, hier machen wir jetzt nochmal so einen Curry einfach rein. Der hat einfach eine schöne Würze und eine schöne Schärfe. Und somit bringt mir das ganze Thema einfach schon Würze nochmal obendrauf. Und manchmal weiß der Gast gar nicht, wo sie herkommt. So, dann machen wir hier mal Platz. Genau, Kartoffelschaum, ganz kurz dazu nochmal was erzählt. Das ist eine mehlig kochende Kartoffel, da ist ein bisschen Kochwasser natürlich, ganz klassisch auch gekocht, nicht ganz so stark gewürzt mit Salz und habe dann
die mehlige Kartoffel eben weich gekocht, dann in einem Mixer mit ein bisschen Sahne, ein bisschen Butter, ganz klar, wie ein Püree, nur fließfähiger. Hier dann abgefüllt, zwei bzw. drei Patronen, ich mache jetzt gleich nochmal eine drauf. Drei von diesen Stickstoffpatronen dann oben drauf, die bringt halt natürlich diese Fluffigkeit dann da drin, also dieses Cremige dann einfach. Ich habe hier ganz bewusst verzichtet auf irgendwelche Texturgeber, also irgendwie, was dann halt das Ganze noch schaumiger macht, weil es einfach wie so eine Soße eher sein soll. Und ich finde, man muss nicht immer überall irgendwas reinmachen. Ja, ja. Also, das Produkt sind ja auch in der Naturküche, in der Massivholzküche, da müssen wir ja. Macht Sinn, oder? Ja, unbedingt. Ja. So, was wir hier jetzt gleich nochmal ein bisschen drüber schneiden, ist ein Frühlingslauch auch, um einfach so ein bisschen dieses Lauchige nochmal aufzugreifen. Und da gilt natürlich klar, das Ganze am Schluss vorm Servieren nochmal zu tun. In feine Ringe kann man das runterschneiden und da nochmal ein bisschen hinein und fertig. Und schon sind wir fertig mit unserem Gemüse. Und wenn ihr möchtet, können wir das auch schon anrichten. Das heißt, ich würde einfach so ein bisschen was in die Mitte setzen. Mhm. Und ich komme dann mit dem Fleisch gleich hinterher, würde ich sagen. Ja. Toll. Was haben wir dann? Machst du? Ja. Okay. Mache ich das? Also in die Mitte rein. So, dann machen wir. Moment, halt, ich hab doch was vergessen. 20 Teller müssen es werden, das erscheint mir ein wenig viel. Ja, warte mal, stopp mal. Das müssen wir noch einmal schwenken. Was ich hier nochmal mache, sind ein paar Trauben mit rein. Das macht es ein bisschen frischer. Die lege ich hier aber nochmal mit dazu. Komm nochmal rüber damit. Genau. Schwenkt nochmal. Das ist schwer. Ja, Entschuldigung. Warte mal, das schütten wir nochmal einmal rein. Machen wir nochmal 9. Sorry, mein Fehler. Passiert. So, wie gesagt, das marinieren wir hier ein klein bisschen und setzen das gleich am Ende nochmal oben mit drauf. Dann schneide ich mal das Fleisch. Ich glaube, so. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, oder? Wer will das Gemüse schon haben? Was haben wir noch? Gemüse. Wir finden gleich noch was. Nein, aber probiert gerne bitte beides. Wichtig ist halt hierbei, dass man diese Dinge einfach natürlich nicht zu lang jetzt nochmal drauf lässt, sondern dass die dann einfach wirklich... Du musst dem es immer so nehmen, dass du nach diese Weißstoffe nochmal bringen. Grillsaison ist natürlich ein Thema. Wunderbar, das Ding einfach unter einen richtig heißen Grill. Es gibt so verschiedene Keramikgrills, die einfach wirklich Temperaturen bis zu 400 Grad auch schaffen oder sogar noch darüber. Das Green Egg, wer kennt Green Egg? Green Egg ist sowas, das ist so ein wirklich kleines grünes Ei, die gibt es auch in diesen Formaten. Das Einzige, mit dem man in der Küche direkt grillt, ne? Exakt, also exakt. Und das ist eine tolle Kombi dann einfach. So, Achtung, ich probiere. Das ist ja das Schöne, wenn man selbst kocht, dann kann man immer probieren. Das ist der Vorteil, den ich habe. Selbst für den Tütenkoch. Oh je, nee, lass es, das schmeckt nicht. Ja, da muss ich mich jetzt auch mal überzeugen. Komm her, Wicke, auch wenn du anrichtest. Kriegst du das? Und ich finde, man schmeckt jede Stunde, oder? Ja. Jetzt weiß ich, warum ich hier mitmache. Aber ja, ob du was kriegst, entscheidet meine Portionierung hier. Halt, da fehlt eine Traube. Und wir reden immer noch, das ist eine Schulter. Ne? Das ist nicht irgendwie ein Filet oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein Schulterstück. Was wir hier dann nochmal. Ja, wie gesagt, eigentlich wollten wir die Hutangerrinde hier verarbeiten. Ja. Aber wir hätten es dem Hubert geschickt per Post. Aber wie es halt so ist mit indirekt vermarkten, man braucht halt auch das Tier dazu. Und das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass wir Angst hatten, dass es mit der Post irgendwas nicht klappt. Total. Wenn es mit der Bahn verschickt wird, dann ist es natürlich auch nicht so doll, wenn dann das Fleisch nicht ankommt. Und deswegen ist es jetzt. Das war von deinen guten Rindern. Ja, ja. Ich meine, ich hätte mich zwar gefreut, das morgen dann oder übermorgen in der Post zu haben. So, ich gebe euch die schon mal rüber. Dann können wir mal wenigstens 2 oder 3 Scheibchen, würde ich machen. Mhm. Mach 3. Drei so mittig oben drauf legen. Ja. Und kannst mit der Hand nehmen. Wie du. 3? Ja, 3 müssten reichen noch. Ja, ja, total. Das machen wir passend. Ja. Und da bleibt auch noch was übrig. Wow. Guck mal, wie gelernt, oder? Ja, ja.
Und jetzt wieder. Kommt eigentlich immer so, in der wahren Küche kommt natürlich jetzt immer so dieses schneller. Weil klar, die Sachen werden natürlich kalt. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich hier nochmal so ein Thema, wenn man bei 58 Grad nur gart, ist das natürlich für uns schwer, dann den Gast, dem Gast natürlich das wirklich warm oder heiß auf dem Teller zu servieren. Ich finde nichts Schlimmeres, meine Frau ist da ganz allergisch dagegen, nichts Schlimmeres, wie wenn das Essen einfach nicht warm oder nicht ausreichend heiß ist am Gast. Und das ist irgendwie so das Thema. Klar, muss der Gast auch verstehen, dass gewisse Temperaturen halt einzuhalten sind, um die Dinge, Entschuldigung, ich rede zu viel, um das jetzt, seid ihr zu schnell? Ja, mach mal. Aber das schneller galt eigentlich nur mir. Apropos Geschwindigkeit. Aber klar, das muss der Gast so ein Stück weit verstehen, dass natürlich gewisse Temperaturen einzuhalten sind, damit man gewisse Garpunkte erreicht, klar. So. Und was wir jetzt noch machen, ist eben unsere Soße, die wir hier noch haben. Die geben wir gleich am Ende drüber. Und den Kartoffelschaum natürlich. So, das heißt, wir setzen den hier einfach mit dran. Oh, da ist. Hast du noch? Du hast ja. Ja, ich habe ja, noch ja. Ohne Ende. Wir machen auch gleich noch was hinterher. Ja, ja, passt. Wer will Schaum machen von euch noch? Ja. Dann komme ich mit dem Schaum? Rest. Wie viel brauchst du noch? Das war's erstmal. Nee, passt schon. Passt einfach drauf. Passt schon. Und Fleisch gibt es gleich nochmal eine Runde nach. Wer will? Machst du ein bisschen von oben am besten. Nee. Ganz kurz. Ich würde es so rumnehmen. Mhm. So, und dann kann man es so besser. Ah, okay, perfekt. Vielleicht geht das einfacher. Oder meistens geht das einfacher. Aber da sieht man schon, viele Komponenten auf dem Teller brauchen natürlich dann immer wieder auch Zeit. So, dann mache ich euch ein bisschen Soße noch drüber. Ah, Herwig, guck mal, hier fehlt doch noch einmal Fleisch. Echt? Ah, ja. Und das kann man natürlich mit allen Produkten machen. Jetzt ist natürlich die Frage, alles braucht, also verschiedene Produkte, verschiedene Temperaturen und Zeiten natürlich. Das ist ganz, ganz klar. Das heißt, wenn wir, natürlich brauchen wir nicht bei allen Produkten 24 Stunden oder länger. Es gibt Kollegen, die machen sogar Dinge dann irgendwie bis zu 72 Stunden. Da bin ich eher der Meinung, da passe ich lieber die Temperatur nach oben an und habe mehr davon. Ich habe hier noch einen. So. Dann machen wir hier von dem Petersiliensalat noch drüber und du vielleicht noch ein paar von diesen, ja. Das sind so Sojakerne, die wir hier nochmal geröstet haben. Und die geben wir dann einfach nochmal oben drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. Alex, magst du servieren? Ja, ich serviere. Ich fange rechts an. Genau, und ich gehe gleich nochmal rum mit ein bisschen Fleisch. Vielleicht. Lasst es euch schmecken. Bitte sehr. Lass uns da eins beenden und dann haben wir für die anderen noch was. So. Einen guten. Ein Geschmackserlebnis auf der Hersbrucker, halt, da ist noch nichts, Gewerbeschau. Nein. Was denn? Max eins. Hast du sogar? Nee. Nee. Warte noch. So, überrascht. So. Da fehlt Petersilie. Oh, guck mal, jetzt habe ich wieder gefasst. Aber guck mal, das ist das Schöne, ich lasse immer was übrig. Genau für diese Fälle. Wahnsinn. Ja, wenn du mal so, also ich mache ja viele, viele große Veranstaltungen, also lasst euch erstmal schmecken an der Stelle. Guten Appetit. No. Und wem es nicht schmeckt, der sagt es mir am liebsten nicht. Alles gut. Danke. Danke, danke. Also ich bin natürlich gleich noch da für Fragen und so Dingen. Sehr schön. Bitte sehr. Bitte schön. Nee. Klar. So. Und selbstverständlich. Ja, wir machen hier gleich mal Ordnung wieder. Also wie gesagt, so grundsätzlich gilt, dass man im Grunde genommen alles in die Tüte packen kann. Alles ist möglich, theoretisch. Was ist denn das? Kartoffelschaum.
Das heißt, Kartoffelschaum. Das ist das, was wir hier aus dieser Flasche gemacht haben. Diese mehlig kochende Kartoffel. So relativ klassisch, nur ein bisschen schaumiger einfach gemacht. Bisschen mit Muskat. Man kann auch Trüffel reinmachen oder je nachdem, was man möchte. Viel Butter natürlich, das Stichwort immer. Ja, immer. Aber worauf ich hinaus wollte, wie gesagt, alles ist theoretisch machbar in dem Beutel. Nicht alles ist lecker unbedingt. Also das muss man für sich entscheiden und jeder muss dann, also nicht lecker im Sinne von manche Sachen, die sind mir einfach lieber herkömmlich zubereitet. Das ist einfach so. Das ist, also lecker sind die anderen auch, aber es ist einfach so eine Geschmackssache, muss man am Ende des Tages sagen. Ja, alles, was es dazu zu sagen gibt, findet man in diesem Buch, das man, wie gesagt, im Moment leider nicht kaufen kann, aber man kann bei ihm die Adresse hinterlassen, dann sobald es wieder rauskommt, das wird in den nächsten Wochen, hoffen wir, sein. Bekommen Sie es dann zugeschickt, mit Widmung natürlich, direkt von ihm. Dann haben Sie sämtliche Rezepte zusammen. Wenn Sie es selber nachkochen wollen, brauchen Sie natürlich eine Küche von den Möbelmachern. Die ist da sehr hilfreich und dass Ihnen da auch nichts passiert und schief geht, dafür haben Sie die Versicherung vom Versicherungsbüro Hertel und Wagner. Ja. Total. Also auch die Zahnversicherung, denn Zähne brauchen Sie einfach, um das, was gekocht wurde, mit dem Sous-Vide-Garn dann auch genießen zu können. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wir haben das Gleiche nochmal oder was Ähnliches um 15 Uhr. Freuen uns, wenn Sie da auch wieder da sind, wenn Sie noch den Tag auf der Gewerbeschau in Herzbruck genießen. Und ja, dann noch einen schönen Tag und herzlichen Dank nochmal an Alex Hertel und Hubertus Tschirner. Danke, danke. Dankeschön. Und danke natürlich auch an dich, Herwig. Danke. Ja. Wer noch Fragen hat, wir sind natürlich noch da. So, herzlich willkommen bei den Möbelmachern zur letzten Kochshow der Gewerbeschau. Wir haben noch Plätze. Was, wenn du außenrum fährst? Magst du außenrum fahren? Ich habe da. Die letzte Kochshow der Gewerbeschau und wir haben ein paar Plätze noch. Wer einen Sitzplatz hat, bekommt auch was zu essen. Das macht richtig Sinn. Es gibt nämlich was Feines zu essen. Du musst dich jetzt ein wenig zusammenreißen. Wir haben nämlich auch Gastronomen am Tisch, okay. Ausgebildete. Sehr gut. Ja, das heißt, sie werden ein bisschen beobachtet hier, fachlich. Genau. Aber sie sind auch extra angereist, um dich zu erleben. Sehr gut. Ja, freut also mich. Wobei die Anreisestrecke überschaubar war, aber den Termin zu finden, das war schwierig. Okay. Össl nimmt Platz. Herzlich willkommen. So, und zwar zu Gast ist heute der Sous-Vide-Papst. Der heißt so, weil er die Sous-Vide-Bibel geschrieben hat. Jetzt wissen wir, dass der Papst ja die Bibel nicht geschrieben hat. Trotzdem ist es bei ihm so ein bisschen. Denn sie ist schon wieder ausverkauft, ne? Ja. Das ist das Tragische. Ich habe nämlich bei meinen Einladungen angekündigt, er kann Bücher signieren und Bücher verkaufen. Das können wir nicht. Sie können aber Ihre Adresse hinterlassen und dann schickt er Ihnen das, sobald es neu aufgelegt ist. Genau. Und wir sind zu dritt hier zum Kochen. Wir haben nämlich auch den Alexander Hertel zu Gast. Alex, hi. Das ist deswegen sehr hilfreich für Sie, denn sonst hätten Sie nicht so tolles Essen am Teller, denn der Hertel von der Versicherung Hertel und Wagner vom Versicherungsbüro, die Vorsorgespezialisten. Ihre Vorsorgespezialisten, jawohl. Das sind nämlich die, die die ganzen Lebensmittel hier bezahlt haben. Also das, was Sie am Teller haben, verdanken Sie Alex. Und nicht nur, dass er uns hier hilft, sondern er arbeitet auch noch damit. Also das finde ich klasse. Also jetzt mal einen Applaus für Hubertus und Alex. Und dann kann Alex schon mal anfangen mit den Getränken noch ein bisschen. Oder Matthias macht da habe ich meinen Assistenten mit dabei. Der Assistent hat seinen Assistenten. Der Assistent hat schon einen Assistenten. Das ist doch super, das ist eine perfekte Aufteilung hier. Hast du den auch gut versichert? Ja, ja. Naja, also wir müssen aufpassen, wenn wir zu harte Steine oder sowas im Essen haben und mit den Zähnen uns irgendwas ausbeißen, dann habt ihr auch eine Spezialversicherung. Zahnversicherung, genau. Die Zahnversicherung, also was man alles versichern kann. Aber zum Glück wird es ja heute nicht so fest für die Zähne. Nein, wir nicht kochen alles. Ja, Kochen ist eigentlich relativ. Er ist der einzige Koch, der, wenn man ihn als Tütenkoch bezeichnet, der nicht beleidigt ist. Denn er kocht tatsächlich mit der Tüte. Ja, ich kann ja mal ein paar zeigen. Ja, zeig doch mal.
Der Tütenkoch, der nämlich mit dem Vakuumierer arbeitet. Vakuumierer können Sie da drüben anschauen. Wir haben noch Platz, nimm Platz. Ja, klar, komm. Vakuumierer, so wie er da drüben eingebaut ist in der Küche, gibt es natürlich auch Standgeräte. Und wir zeigen dann auch, was der Unterschied ist zwischen den kleinen Vakuumierer, die natürlich auch vakuumieren, und dem echten Kammervakuumierer. Kann man dann nachher auch mal ausprobieren. So, erzähl. Soll ich schon mal direkt was erzählen dazu? Also von mir auch nochmal herzlich willkommen an der Stelle. Und der Herwig hat es schon so schön angekündigt, wir kochen tatsächlich aus der Tüte oder in der Tüte. Und zwar alles. Also, das ist so. Komplette Menü. Exakt. Also das ist halt hier so der Knackpunkt. Ich gebe euch das gerne auch mal rum, weil dafür haben wir ja einen Assistenten auch. Ja. Der Assistent, der einen Assistenten hat. Ja, wo ist eigentlich der Assistent vom Assistenten? Wo ist der jetzt schon? Ja. Der holt neue Getränke. Also einfach hier wirklich Essen zum Anfassen, muss man fast sagen. Und es passiert nichts. Also das heißt, das ist jetzt unser Stück Fleisch. Karotte können wir auch mal. Genau, und das Gemüse, die Gemüsebeilage können wir auch gleich wandern lassen. Das ist das Schöne. Das ist so ein bisschen was wie früher das Steak oder diese Dinge dann nochmal per Wagen an den Tisch in so einem französischen Service dann einfach nochmal serviert wurden oder gezeigt wurden. Das können wir hier auch machen, nur ein bisschen anders. Was es damit auf sich hat, ist, wir garen tatsächlich in diesem Beutel. Das heißt, wir haben hier ein Stück Fleisch, das ist ein Schulterscherzel, was wir da vom Rind genommen haben und haben das vorher angebraten, ganz kurz und knackig, also wie einen ganz klassischen Schmoransatz im Grunde genommen gemacht, ein bisschen gewürzt auch schon, aber hier wirklich bei weitem weniger gewürzt, als man das herkömmlich tut. Dann kommt das Fleisch in den Beutel, Aromaten dazu, wie Gewürze, Kräuter, vor, wenn Sie haben, je nachdem und je nach Gusto und je nachdem, wie man das mag oder wozu man das servieren möchte. Da hinein, und das haben wir dann gegart bei 58 Grad, also sehr, sehr gering, konstant natürlich 58 Grad über 24 Stunden. Deswegen habe ich gedacht, ich bereite es schon mal vor, weil die Zeit haben wir ja heute nicht. 24 Stunden sind für unsere Kochschau so ein bisschen an der Kante. Also, unsere Gäste halten schon durch, aber 24 Stunden wäre jetzt ein bisschen arg. Dieses Garen geht entweder in den Dampfgarern. Deswegen ist das für uns so interessant, weil die meisten unserer Kunden, die Küchen von uns haben, haben Dampfgarer in der Küche und die können sie da drin machen oder im Thermalisierer. Für die ganz langen Dinge hat der Thermalisierer natürlich ein paar Vorteile. Genau. Also das ist, weil man den halt nebenbei laufen lassen kann. Der Dampfgarer in der Küche ist vor allem deswegen tragisch, wenn einem fehlt. Klar, ja, wenn er nicht da ist, kann man ihn entweder kaufen, klar, oder? Ja, genau. Nee, also das ist genau der Punkt. Wer nichts mit dem Begriff Thermalisierer anfangen kann, wir haben da vorne so ein Gerät stehen, das ist im Grunde ein Wasserbad. Konstant erwärmbares Wasserbad. Exakt. Genau, nichts anderes. Kommt hier nur wirklich drauf an, auf diese exakten Temperaturen. Warum Wasser, ist natürlich die Frage immer. Ja. Ob über Dampf oder über direktes Wasser natürlich zugefügt, ist der beste Wärmeleiter einfach. Das heißt, wenn Sie sich als Beispiel in die Sauna setzen, dann schafft man da, weiß nicht, 80 bis 100 Grad ungefähr, kann man aushalten. Das schaffen Sie aber niemals im Dampfbad, geschweige denn in der Badewanne. Da würden Sie sich einfach verbrennen bei diesen Temperaturen. Hier kann man relativ deutlich machen, wie sehr die Wärme einfach aufs Produkt dann nochmal wirken kann, und zwar direkt. Ja. Und das ist eigentlich so der Punkt, warum man natürlich diese Flüssigkeit nutzt. Würde man das ohne diesen Beutel machen, hätte man diesen Schutz nicht. Das heißt, man kann sich das in erster Linie natürlich wie einen Schutz vorstellen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weil da kann ich auch theoretisch eine Folie drum wickeln. Hier geht es halt wirklich darum, die Vorteile rauszustellen. Und die sind durch die geringe Gartemperatur, durch eben dieses direkte Erhitzen oder diese direkte Wärmezufuhr dann nochmal, habe ich hier einfach die Möglichkeit, sehr schonend zu garen, viel, viel weniger Garverlust damit zu erreichen und viel, viel mehr Produkt vor allen Dingen am Ende zu haben. Und die lange Garzeit ist halt hier speziell jetzt bei diesem Stück natürlich wichtig für, weil es sehr kollagenreich ist, das dann nochmal klein zu kriegen, auf Deutsch gesagt. Also sprich, das wird man gleich sehen, wenn wir das nachher aufschneiden, so eine Mittelschicht, die einfach sehr kollagenreich ist. Und das benötigt einfach Zeit. Das ist ja das Spannende, dass es einerseits geschmort ist, andererseits aber trotzdem noch leicht rosa. Genau. Ja, also das ist wirklich das, und wenn man dann reinbeißt, wundert man sich, weil es eigentlich tatsächlich wie geschmort schmeckt, aber eine völlig andere Farbe hat. Und das ist relativ spannend. Das sehen Sie nachher. Genau. Und sehr, sehr saftig halt noch bleibt. Jetzt also das wir mal
sollten wir mal was tun so langsam? Ja, sollen wir mal, oder? Das könnten wir eigentlich mal machen. So. Wobei das Zeug ja alles von alleine kocht. Wir machen jetzt hier schon mal den Wok einfach an. Das heißt, wir haben eben unser Schaufelstück. Und ich habe hier jetzt schon mal so ein bisschen Gemüse. Das ist alles einzeln gegart. Das heißt, das ist Bestandteil ist Karotte, natürlich Spargel. Klar. Spargel, Karotte, Blumenkohl. Genau, Blumenkohl und ein bisschen Kohlrabi habe ich hier drin. Also ein bisschen Leipziger Allerlei, so ein bisschen angelehnt. Da kommen zwei Morcheln rein. Die haben wir heute ersetzt durch Kräuterkartoffeln. Das ist ein Wort, was ich mir nie merken kann, aber immer wieder dran hängen bleibe. Genau. Das heißt, da haben wir hier unseren Wok jetzt schon mal angewärmt. Das machen wir auch wunderbar da drin. Ein Induktionswok, der hier nach unten eingelassen ist und der ja, vor allem deshalb besticht, weil er halt so schnell ist und vor allem so angenehm reagiert. Induktionstechnik bedeutet, dass Sie eine Spule unten drunter haben, die erzeugt ein elektrisches Wechselfeld. Dieses Wechselfeld erzeugt ein... jetzt bin ich bei deinem Kräuterseitling. Dieses elektrische Wechselfeld erzeugt Wirbelströme. Diese Wirbelströme werden praktisch im Topfboden direkt kurz geschlossen, wird dieses Feld. Also, jetzt fange ich nochmal an. Okay, wir spulen zurück. Wir machen ein elektrisches Wechselfeld. Ich werfe mal die Pille rein. Schon mal. Ein elektrisches Wechselfeld, das wird im Topfboden quasi, wenn Sie sich einen Trafo vorstellen, da auf der einen Seite sind die Spulen, auf der anderen Seite kommt eine Platte drauf, wie der Topfboden, und dadurch wird dieses Wechselfeld kurz geschlossen. Diese Kurzschlüsse, die wiederum erzeugen Reibung, und diese Reibung erzeugt die Wärme direkt im Topfboden. Deswegen ist es mehr als doppelt so schnell wie Gas. Es reagiert aber vor allem wahnsinnig schnell, und das ist das Schöne an der Induktionstechnik. Aber ich habe gerade nicht zugehört. Was hast du gesagt? Nein, ich hatte jetzt nicht doch mal was. So. Also hört sich komplizierter an, als es ist. Man braucht es nur anschalten. Entscheidend ist ja für mich als Koch immer wieder, ich bin ja so ein bisschen technisch unversiert meistens. Für mich ist entscheidend, dass die Sachen natürlich wunderbar funktionieren und das tun sie tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Olivenöl reingegeben, da halt darauf achten, dass das bratfähig ist. Dieses hat jetzt einen Hitzepunkt von 198 Grad, also das heißt das wunderbar, man, selbst zum Frittieren theoretisch möglich und nutzbar. Genau, das heißt, die braten wir lecker an, also dies ausnahmsweise nicht aus der Tüte, könnte man aber machen. Das hat aber zur Folge, und das ist ganz interessant bei den Pilzen, hat zur Folge, dass die sehr, sehr lecker schmecken, aber die Anmutung haben von einem Dosenpilz. Das ist völlig absurd, weil die haben dann einfach, weil die sich so vollsaugen mit Wasser, haben die eine Konsistenz wie ein Dosenpilz. Und das ist für den Endkonsumenten schwierig zu unterscheiden. Ach, guck mal, die kochen ja mit Dosenpilzen. Deswegen das ist halt schlimm genug, dass sie mit Tüten kochen. Also genau, nicht nur Tüten, sondern auch Dosen. Ja, mit Tüte und Dose wäre dann fast ein bisschen schwierig. Gar nicht, oder? So, dann hole ich hier hinten mal das Fleisch jetzt einfach raus. Das heißt, das hat jetzt, wie gesagt, bei 57 Grad, wir haben es vorgegart, ich habe es jetzt hier nur noch mal regeneriert. Das, was tropft, ist nur Wasser, keine Angst. Das heißt, Alex, du kannst mir das einmal wieder auftrennen. Wir können ich das hier wieder in den auf. Topf, die Soße reinschütten. Und das Fleisch setzen wir direkt dann einfach wieder auf die Teppanyaki-Platte. Kannst du es auch. Genau. Ah, perfekt. Guck mal, der Herwig. Hier hinten sind Messer auch. Jetzt reiche ich dir rüber. Also was braucht man beim Tütenkochen? Natürlich eine Schere oder ein Messer. Das ist eigentlich das Hauptbestandteil. Okay, Flachs beiseite. Ich mache hier jetzt ein klein bisschen Olivenöl dann auch drauf. Aber man kann natürlich hier jedes andere Öl auch verwenden. Verteile das hier ein ganz klein bisschen auf der Platte dann nochmal. Teppanyaki. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen. Pan heißt Platte. Yaki heißt gebraten. Tetsu und Pan wird assimiliert zu Teppan. Und deswegen ist das der Teppanyaki, der eine Thermostatsteuerung hat. Das heißt, er behält die Temperatur, die man eingestellt hat. Das ist eigentlich das Entscheidende dran. Die ganze Fläche ist gleichmäßig. Und das ist jetzt ein guter Trick, den Hubertus zeigt. Ja, also viel Trick ist dabei nicht. Ich bin nur, wie das halt oft so ist, aus der Faulheit kommen solche Dinge. Das heißt, hier würze ich jetzt nicht den Teppanyaki oder die Teppanyaki-Platte, sondern natürlich mein Fleisch, aber ich gebe das, mache ich aber bei jeder Pfanne auch. Ich gebe das immer direkt in die Pfanne oder direkt auf das Medium, weil es mir dann nicht irgendwo rumfliegt. Darum geht es eigentlich in erster Linie. Und ich habe es gleichmäßig verteilt und kann mein Produkt dann da drauflegen. Und in der Pfanne ist es sogar noch schöner, weil ich es dann einfach da durchschwenken kann und eben nicht irgendwo ist, sondern da am Produkt, wo ich es hinhaben möchte. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Wie gesagt, aus der Faulheit geboren.
Aber wir nennen das ja heute Produktschonung und Nachhaltigkeit. Okay, unbedingt. Nein, Quatsch. Ja, passt zu dieser Küche natürlich auch. Vielleicht erkennen Sie sie noch ein bisschen. Sie war vor 2 Jahren schon mal da, da war es aber die grüne Küche. Und wir haben jetzt ein neues Outfit dafür. Die Künstlerin Ute Plank bzw. Ute Scharrer hat uns das gemalt. Es ist also wirklich handbemalt, eine Kunstküche sozusagen. Und wir haben das grüne Leder gegen das schwarze Leder ausgetauscht. Ansonsten halten unsere Küchen einfach ein Leben lang. Und in 2 Jahren gibt es wieder eine neue. Die haben wir heute besprochen und verkauft. Wird jetzt 2 Jahre lang Showküche bleiben und dann kommt sie zu den Kunden. Und da war schon bei grünen deiner Kochshow. Ja, ja, danke. Ja, also schön. Das hat überzeugt. Da wir schon bei grün sind, das habe ich jetzt, grünes Gemüse ist so ein Thema, wenn man das vorgart, über diesen Zeitraum, das heißt, wir reden jetzt hier, Entschuldigung, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, 85 Grad, die Karotten oder das, auch das andere Gemüse, 85 Grad, 40, 45 Minuten, je nach Produkt dann immer wieder. Aber wichtig ist, dass man einfach so grundsätzlich weiß, Fischfleisch beginnt so bei Fisch so bei 40 Grad schon, da passiert einfach was im Produkt schon, Eiweiß gerinnt. Bei Fleisch ist das so in den 50ern ungefähr, also Temperaturlevel. Ja. Und bei Gemüse ist es tatsächlich wirklich erst so im 75er, 80er Bereich, dass da wirklich was passiert mit den Sachen. Ansonsten kann man die Nachen eigentlich roh nennen danach noch, von der Haptik zumindest. Genau, das heißt, grünes Gemüse, das habe ich jetzt hier nur mariniert im Vakuum. Das heißt, das ist noch roh. Und schwenkt es jetzt hier einfach nur nochmal an. Ich lasse schnell mal, ja, lass mal riechen. Und dann riechen. Oder ist riechen sehr, sehr, sehr gut. Ja. Bleib es drin, ja, ja. Ja, mach mal. Mach mal. Nur mal, ja, dass es schon riecht. Wäre gut. Das ist nur vom Garn. Bring es wieder zurück. In der Zwischenzeit braten wir hier einfach mal ein bisschen. Es riecht schon. Also der Alex geht mal rum, das heißt, ruhig mal die Nase reinhalten. Man merkt hier, ist ein sehr intensiver Geruch natürlich dann einfach da. Und das ist eins dieser Vorteile der Technik natürlich auch, die den Geschmack, den eigenen, aber auch diesen zugegebenen, ja, Geschmack über Gewürze, Kräuter. Was über die Gewürze und die Flüssigkeit auch reingekommen ist, das ist einfach ganz anders drin. Deswegen muss man auch weniger würzen. Also man muss auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil wenn man das normal macht, wie man sonst beim Kochen macht, dann wäre es einfach zu stark. Ne? Absolut, absolut. Also das kann ganz, ganz schnell überwürzt werden. Und ich bin halt ein Freund, lieber halt hinterher oder gerade bei Fleisch, man kann das wunderbar auf die Schnittfläche dann nochmal geben oder so. Oder wie wir es jetzt hier machen, dann hier direkt anbraten, darauf anbraten. So, dann zupfen wir hier so ein bisschen die Kräuter. Also wir haben hier so ein bisschen Thymian mit reingemacht. Also ich habe jetzt schon mal den ersten Appetit angeregt. Super, das war der Trick. Ja. Das war der Plan. Genau, und jetzt lege ich das hier einfach mal drauf. Zupfe hier ein bisschen die Kräuter einfach runter und ich schneide euch das jetzt gleich mal an, weil wenn man da erstmal so reinguckt, das sieht nicht sexy aus, muss man ganz klar sagen, oder? Also ja, es ist nicht so schön. Nee, aber ich meine das jetzt von dem... Der Punkt aber ist, wir kriegen das schön hin. Ja, ja, deswegen schneide ich euch jetzt zumindest mal eins an, um das optisch euch mal zu zeigen. Genau, Herr Wick, du kannst gleich schon ein bisschen von dem Gemüse noch mit dazugeben. Wo haben wir das? Das steht vorne in der Schüssel. Ja, ich genau. Dann können wir das nämlich... Also zu den Pilzen geben wir jetzt dieses vorgegarte Gemüse, was wir sous vide vorgegart haben. Und jetzt schon völlig geschmacksvoll ist, weil einfach da schon alle Zutaten drin sind. Ich kann euch das gerne roh rumgeben. Wollen wir das mal machen? Dann machen wir mal so einen kleinen Teller. Dann könnt ihr das mal roh probieren. Und da können wir das... wir sind ja unter uns. Da habe ich hier vielleicht einfach mal so eine Kelle drauf gleich von allem ein bisschen. Guck mal, jetzt lasse ich es auch noch verbrennen. Aber das kann ich ja gut. Das hat gewisse Traditionen. Ne? Das, ja, das soll man auch beibehalten, finde ich. So. Na, und den schneide ich euch mal an und hier sieht man einfach wunderbar diese, wie heißt das, diese, na sagt schon, wie heißt das Ding in der Mitte, die Sehne, danke. Das sieht man hier natürlich wunderbar, die ist so zart, also die kann man hier wunderbar mitessen, wer das nicht mag, klar, schneidet es raus, ich lasse es aber drin. Aber man sieht hier diese wunderbare rosa Saftigkeit auch. Und das ist eigentlich das, was halt diese Technik einfach ausmacht. Das heißt, ich als Gastronom oder als Koch, der das ja beruflich macht auch, und wir machen halt wirklich 400, 500, 600 Personen auch auf diese Art und Weise. Und ich bin völlig stressfrei. Das heißt, mein Fleisch oder mein Gargut liegt einfach an der linken oder irgendwo in, natürlich nicht so einem kleinen Becken, sondern wir haben viel, viel größere oder Öfen dann. Und da bin ich stressfrei. Das heißt, ich kann mich völlig konzentrieren auf den Service und auf das Produkt dann natürlich am Ende. Genau, und darum geht es eigentlich. Du bist vor allem auch schon fertig im Prinzip, bevor die Veranstaltung überhaupt losgeht.
Exakt. Ja, das Ganze ist thermalisiert und wird dann im Thermalisierer einfach nochmal auf Temperatur gebracht und das war's dann. Exakt. Und ich weiß vor allen Dingen den Garpunkt. Ich muss mir darum keine Sorgen machen. Es ist nicht dieses Thema, oh Gott, der Brautvater redet wieder viel zu lang so wie ich jetzt. Ja. dann zieht mein Fleisch wieder durch. Man hatte früher gar nicht so viel Puffer immer wieder in der Küche. Also wer hier Profi ist, wird das wissen. Das heißt, es gibt dann immer nur diese 10 Minuten, Viertelstunde und dann war das Fleisch meist durchgezogen. Und die Probleme habe ich nicht mehr. Das heißt, ich bin auch da ein bisschen stressfreier. Es ist ja auch so, dass beim Sous-Vide-Garn jetzt zum Beispiel das normale Steak, das klassische Steak, wird ja sehr häufig in der Gastronomie auch Sous-Vide gegart. Erst Sous-Vide gegart und danach in der Pfanne gebraten. Genau, dieses sogenannte Rückwärtsgaren. Rückwärtsgaren, was eben andersrum gemacht wird als beim Schmoren. Aber das hat natürlich den Riesenvorteil, dass ich nicht das beste Personal brauche, sondern dass ich halt auch in den Zeiten, die das später mal ist, nachts oder so, wenn die Leute ja von der Messe zurückkommen und sehr spät heimkommen, nur sie sagen können, naja gut, es gibt ja ein Steak oder es gibt Bratwurst und dann kann ich das auf dem Weg machen. Das Grüne. Die gebe ich jetzt mal mit rein hier. Genau. Hat natürlich optische Gründe, aber für mich in erster Linie geschmackliche. Sollen wir schon mal Teller ausbreiten? Ja. Dann können wir die nämlich einmal schon hinstellen. Den Salat wollten wir noch. Zähl mal grob durch, aber ich sag mal so 25 werden wir brauchen wahrscheinlich. Ja. Da ist noch Kresse und... Genau, die machen wir jetzt gleich noch klein. Da habe ich hier nochmal unseren Topf. Das heißt, wir machen jetzt nochmal ein bisschen was Frisches natürlich für oben drauf. Ich darf noch einmal ganz kurz stören. So, was ich jetzt hier nochmal mache, ist ein bisschen Petersilie. Ich wasche die einmal ganz kurz ab. Und die schneiden wir jetzt gleich nochmal grob runter. Und mischen das mit ein klein bisschen Kresse. Und dazu gebe ich ein ganz klein bisschen Zitronen- oder Limettensaft hier in dem Fall. Und damit es ein bisschen spannender noch wird. Also hier sieht man jetzt sieht es wieder ein klein bisschen so aus, wie man gerne Fleisch natürlich auch sieht, und zwar knusprig und angebraten. Und darum geht es natürlich. Ich kann hier nochmal Hitze auf das Produkt bringen, weil klar 58 Grad oder 57. Es ist ja nicht so wahnsinnig heiß. Ne? Also das bei uns oder auf dem Tisch oder auf dem Teller dann liegt, ist das Zeug eigentlich relativ kühl, egal welches Gargut ich dann nochmal habe. Und das ist eigentlich so der Punkt. Also Hitze und klar Geschmack über diese Röststoffe dann nochmal. Wie fein? So mittelfein, oder? Ja, so kann ruhig grob sein. Ja. Genau. Ach, guck mal, das habe ich hier. Also hier sind wir stehen geblieben. Limette, klein bisschen Olivenöl mache ich da auch dran. Und einfach geschmacklich was ein bisschen Spaß macht. Das heißt, hier nehme ich jetzt bewusst so ein Curry dann nochmal, der einfach so ein bisschen, ich sag mal, Laune bringt. Also, der hat eine schöne Schärfe, der hat eine schöne Fruchtigkeit dann auch. Ja, sehr gut, sehr gut. Der einfach da so, wer Curry mag, gut, wenn ich Pech gehabt. Liebe ja Curry. Wir sollen... Total. Nee, deswegen, aber man muss es wohl dosieren immer wieder, weil nicht jeder mag das, oder? Gibt es jemanden, der das nicht mag, weil dann lassen wir es weg? Nee, also wir machen das schon komplett, oder? Weg. Ha. Kommt überhaupt nicht in Frage. Also es war natürlich ein Scherz. Wir hätten nur so getan, als ob. Ja. Genau, und damit mariniere ich das im Grunde genommen. Also ganz, ganz simpel und nichts, kein Hexenwerk. So. Dann braten wir das, wie gesagt, links und rechts einfach an und dann können wir fast loslegen schon. Wir schneiden hier nochmal ein ganz klein bisschen frischen Frühlingslauch mit rein, einfach um dem Ganzen so ein bisschen eine Frische und so ein bisschen dieses Zwiebelig-Lauchige nochmal zu geben. Und um das Ganze so ein bisschen fruchtig zu halten, habe ich hier so ein klein wenig rote Trauben dann nochmal klein geschnitten. Die schwenkt man dann ganz am Ende noch einmal ganz kurz mit durch auch und dann wird das Ganze so ein bisschen leichter. Obendrauf geben wir nachher ein wenig von diesen Sojakernen, genau, die wir kurz angeröstet haben und auch ein bisschen mit Meersalz abgeschmeckt und fertig. Einfach um so, wir reden ja heute immer in der Küche von Textur und solchen Dingen und das bringt genau das. Das heißt, diese Knusprigkeit und dieses Rösche kriege ich darüber dann noch. Oder mal. Mundgefühl. Ja, Mundgefühl ist ein schönes Wort. Ja, Mundgefühl finde ich auch ganz lustig. Ja.
Du, hatten wir eigentlich schon geklärt, ob jetzt das Gemüse noch genauso Vitamine hat? Wie im Urzustand? Ja. Also genauso natürlich nicht, aber Fakt ist natürlich, dass ich hier viel, viel mehr Vitamine dann nochmal enthalten habe, als wenn ich das herkömmlich koche. Ich habe das vorhin als Beispiel auch gebracht, wenn man sich herkömmlich was kocht, was macht man? Man stellt einen Topf natürlich auf mit Wasser, macht einen ordentlichen Anteil an Zucker und Salz dann nochmal mit dran und kocht die Sachen dann da drin oder blanchiert, wie wir das in der Küche dann nennen, also dieses Kurzkochen und Abschrecken in kaltem Wasser. Und was passiert dann eigentlich mit all den Vitaminen? Die werden ausgeschwemmt natürlich, gerade bei 100 Grad ist das natürlich, da ist nicht mehr so viel drin, zumindest äußerlich dann. Und was habe ich dann? Das wandert einmal nach oben natürlich in meine Lüftung oder in die Decke hier oder in mein Wasser natürlich. Was mache ich im meisten Fall mit dem Wasser? Das schütte ich weg. Und hier habe ich halt durch meinen Beutel, habe ich halt alles noch drin. Und das ist eigentlich so der Punkt. Das heißt, hier kann halt nichts raus. Weder Geschmack noch irgendwas anderes. Und das ist eigentlich so das Entscheidende dafür. Und ich habe halt hier die Möglichkeit, hier draußen noch aus meinem Sud oder Saft jedwede Art von Fodder nochmal herzustellen danach. Also das kann ich wunderbar für meine Soßen verwenden. Und wenn nichts raus kann dann was rein? Also wenn nichts raus kann dann was rein? Also, nur wenn ein Loch im Boden ist. Ja. Ihr werdet lachen, aber ja. Es ist ein gutes Stichwort. Ja. So dieses Defundieren von Dingen. Genau, das Gemüse können wir schon mal anrichten. Tatsächlich ist es so, dass auch wenn man meint, der Beutel ist dicht, es diffundieren, so nennt man das in der Profisprache, also der Austausch von Geschmack oder dieser Dinge, diffundiert rein und raus, ist kein Flachs. Das heißt, wer wirklich ein Wasserbad verwendet, unbedingt, nachdem ihr eben das Fleisch mit irgendeinem Holzkohleöl vielleicht gemacht habt oder sowas und danach eine Ananas machen wollt, bitte das Wasser wechseln. Weil es ist tatsächlich so, dass die Dinge rausgehen aus dem geschlossenen Beutel in das Wasser hinein und in den nächsten Beutel hinein. Das passiert tatsächlich. Wir haben das schmerzhaft erfahren, deswegen habe ich es noch mit ins Buch genommen damals auch. Schmerzhaft erfahren bei einem Freund von mir, der auf einer Messe irgendwie krank war. Dann haben wir Ingwer oder einen Ingwer-Tee machen wollen und er hat das einfach mitlaufen lassen, sprich Ingwer in den Beutel, ein bisschen Wasser mit rein und wir hatten tatsächlich vorher ein sehr geschmackvolles Fleisch gegart mit einem Öl, was einfach sehr intensiv war und es schmeckte komplett nach diesem Öl einfach, das war einfach furchtbar, aber das muss man halt einfach wissen. Also das heißt, kurz zurück zur Frage, klar kann auch was rein. Das Problem hat man nicht, wenn man den Dampfgarer nutzt, das ist das Gute dabei. Super, danke. Ja, das ist ja die Geschichte des Dampfgarers, den wir in unseren Küchen eigentlich schon in den 90er Jahren angefangen haben. Und da war es auch immer die Argumentation, wir haben können bis zu 50% mehr Vitamine im Dampfgarer nachweisen, als das bei der herkömmlichen Methode beim Kochen im Wasser ist. Und da ist jetzt praktisch, das ist auch der Grund, warum wir dieses Sous-Vide-Kochen so toll finden und warum wir uns freuen, dass die Stadt Hersbruck den Hubertus Tschirner eingeladen hat. Hat übrigens damit zu tun, dass der Bürgermeister in unserer Kochshow auf der Consumenta war und gesagt hat, das war so toll. Er hat sich das Kochbuch gekauft, was ich Ihnen auch empfehle. Und hat gesagt, er muss nach Hersbruck kommen. So jemand wollen wir in Hersbruck haben. Und jetzt ist er da. Das ist doch sehr, ja, ich freue mich. Sehr angenehm. Und die Tradition aus den Dampfgarern, und die Kombination jetzt mit den Vakuumierer, den wir eben in dieser Form auch fest in eine Küche einbauen können. Also eine neu geplante Küche kommt der Vakuumierer einfach so in die Schublade auf, vakuumieren, fertig. Darf ich dir das da drauf? Okay, dann machen wir jetzt größere Scheiben, ne? Genau, wir haben ja Messer und oder wir haben Messer drauf, ne? Bitte? Haben wir Messer auch drauf liegen? Ja, oder? Die Gäste haben Messer, oder? Messer? Ja, perfekt. Genau. Deswegen war ich jetzt. Also wie gesagt, wer die Sehne nicht mag, die schmeckt. Wer sie nicht mag, lässt sie draußen. Meine Oma hätte sich gelabt daran. Ich habe es gehasst als Kind. Heute weiß ich das zu schätzen, weil ich genau weiß, was sie damals so gemocht hat daran. Und das ist so das Beispiel Schweinebauch, was ich immer finde. Auch das ist ein Produkt, was ich nicht wirklich zu meinem kulinarischen, zu meinen kulinarischen Entdeckungen zählen konnte, dachte ich immer, bis ich es wirklich mit Sous-Vide gemacht habe. Auch der wurde oder wird von mir 24 Stunden lang gegart und es ist einfach
ein völlig anderes Erlebnis von einem Schweinebauch. Also ein sehr, sehr günstiges Produkt in Anführungsstrichen, aber hier ganz, ganz toll nochmal zubereitet. Und man kriegt einfach viel, viel mehr, oder man hat viel, viel mehr Freude daran dann. So. Und selbst Metzgersfrauen haben mich schon bekniet deswegen. So, brauchst du noch, Herwig? Ein paar brauchen wir noch, oder? Darfst du das? Oder ich leg's hier drauf. So. Und klar, die rosa Farbe bleibt natürlich hier einfach bestehen bei diesem Produkt dann nochmal. Wo hast du denn die Petersilie? Hier ist die Petersilie, genau. Dazu machen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen Kresse auch. Das heißt, die schneiden wir uns hier einfach so runter. Geht natürlich nur mit einem scharfen Messer. Ich leg die mal hier rüber. So, und dann können wir im Grunde genommen schon loslegen. So, ein bisschen Soße habe ich euch natürlich hier nochmal mitgebracht auch. Und Alex, den Kartoffelschaum brauchen wir noch. Ja. Schau mal, der steht da hinten. Am besten nimmt ihr so ein, von mir das Tuch hier mit, weil der tropft wahrscheinlich ein bisschen. Da kann man das abtropfen und auch wenn es zu warm wird. So. Genau, einfach eine gute Portion an Rand. Warte mal, ich gebe dir das nochmal. Also hier haben wir einen Kartoffelschaum jetzt nochmal gemacht. Da erzähle ich euch gleich nochmal, wie wir den gemacht haben. Einfach losdrücken. Das heißt, es ist eine, wichtig, dabei eine mehlig kochende Kartoffel zu verwenden. Und die wird relativ herkömmlich dann gegart. Einfach, also nicht zu Wied und auch nicht in der Tüte. Könnte man machen. Einfach in Dampfgarer bei 120 Grad, wenn man den Druckdampfgarer hat. Exakt. Und ein bisschen Flüssigkeit mit dazugeben am besten. Da kommt jetzt schon Grün drauf, oder? Genau, da können wir jetzt Grün schon drauf machen. Ein bisschen Flüssigkeit mit dazugeben. Und ein bisschen würzen natürlich. Das heißt, das dann raus, weich kochen, in den Mixer rein. Da kommt ein bisschen Sahne dazu, ein bisschen Butter, wie man klassischen Püree im Grunde genommen auch macht. Nur ein bisschen fließfähiger. Und das kommt da rein. Deswegen auch die mehlige Kartoffel, weil wenn man normalerweise eine festkochende Kartoffel, es wird so leimig und das passiert mit der mehligen eben nicht. Und das kommt, wie gesagt, wird alles gemixt, kräftig abgeschmeckt, einfach mit ein bisschen Salz, wer möchte, Muskatblüte oder sowas. Und kommt dann da einfach in so eine Easy-Flasche, so heißen die ja. Früher hat man Sahnebomber oder Sahnebläser, die Dinger genannt. Easy-Flasche. Ja, das Easy ist aber die Marke, oder? Das ist, nee, aber die hat, das hat sich wie Tempo, hat sich das halt etabliert am Markt, das wollte ich gerade erzählen. Oder Espuma-Flasche ist natürlich auch Espuma, immer noch. Ja. Espuma macht es ein bisschen schicker, ne? Ja, ja, genau. Das ist so eigentlich nur das spanische Wort dafür. Das spanische Wort für easy ist Espuma. Da haben wir was lernen. Ja. Nein, für, Entschuldigung, für Schaum natürlich. Wir dürfen uns nicht blamieren. Wir haben Menschen nein, im Publikum, die Spanisch sprechen. Natürlich, natürlich das, das Thema Schaum ist da natürlich nochmal in erster Linie damit bedient und das macht man damit einfach. Das heißt, da kommen so Stickstoffpatronen drauf und kann das hier schön, schön schaumig machen. Ich habe bewusst verzichtet auf irgendwelche Hilfsmittel. Auf die typischen Dinge, die in der Molekularküche häufig, da, was man alles braucht und dann liest sich das wie eine Apotheke. Ne? Ja. Ja, mit der Apotheke. Wir sind fertig, wir können servieren. Ja. Ja, also wenn Sie das nachkochen wollen, Sie brauchen das Kochbuch, Sie können es aber noch nicht kaufen, sondern Sie können es bei ihm nur bestellen. Lassen Sie einfach Ihre Adresse da, dann schickt Ihnen Hubertus das, sobald es rausgekommen ist. Wenn Sie selber kochen wollen, brauchen Sie natürlich eine Küche von den Möbelmachern. Absolut. Und ja, ein Vakuumierer ist hilfreich, Dampfgarer genügt, eventuell auch einen Thermalisierer. Und ja, dann kommen Sie einfach nach Untergrumbach und dann kann man gemeinsam sich Gedanken über die Küchenplanung machen. Dann tun wir mit servieren schnell, absolut, oder? Jetzt kommen wir so ein bisschen. Ich gehe mal hier auf die rechte Seite. Runde. Oder geh du auf die rechte Seite, dann gehe ich auf die mittlere. Ja, wir werden uns einig. Man merkt, wir kochen nur, wir sind kein Service. Bitteschön. Darf ich es weitergeben? Und ich bin heute sowieso so ein bisschen lahm unterwegs, aber sei zu entschuldigen. Darf ich Ihnen das einfach so durchreichen? So, einen brauchen wir hier noch. Wer hat noch nicht? Erstmal alle. Moment. Halt, eins noch. Genau, dann haben wir noch hier. Also dann wünsche ich erstmal guten Appetit. Wenn ihr gleich Fragen habt zu allem, ich stehe noch bereit. Wir können hier gleich das Thema Vakuumierer uns nochmal anschauen im Detail. Ah, hier bitte, na klar.
Oh. Hat noch jemand nicht? Ansonsten machen wir noch, wir haben noch. Ja. Einen guten. Okay. Habt ihr alle? Habt ihr alle? Super. Wow. Nicht das Jahr. Dann bedanken wir uns zunächst mal bei dem, der das Ganze versichert hat. Denn ohne Versicherung hätten wir uns nie getraut, Ihnen was zu essen zu machen. Was ist denn eure Spezialisierung? Sind mehr Versicherungen, mehr? Ja, hauptsächlich Versicherungen. Hauptsächlich? Für Privatmenschen. Hauptsächlich Versicherungen für Privat. Da drüben erfahren Sie alles, was Sie über Ihre Versicherung wissen müssen. Vom Hubertus erfahren Sie alles zum Kochen. Das heißt, wer sein Kochbuch hat, da ist auch immer seine Telefonnummer drin. Das heißt, er bietet es tatsächlich den Menschen an. Genau. Man darf mich anrufen, man darf mich kontaktieren zu allen Fragen, die ihr natürlich dazu habt. Auch gerade was so Küche oder diese Dinge dann nochmal und gerade diese Gartechnik betrifft. Ja. Genau. Alles auch erzählt. So, und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Tag auf der Gewerbeschau und bedanke mich beim Alexander Hattel und beim Hubertus Tschirner. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Den Dank gebe ich zurück. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wir stehen noch bereit.